Deutschen lernen es erst, wenn alles kaputt ist. Die Deutschen sind leider so rechthaberisch und ja, absolut nicht Argumenten zugänglich, in ihrer Mehrheit leider, dass die nur durch Schmerz lernen. Deswegen müssen wir jetzt diese Bundesregierung noch 2 Jahre machen lassen, damit die die ökonomische Katastrophe dieses Landes vollenden können, weil die Deutschen es sonst nicht lernen. Das ist eine ganz schlimme Diagnose, meine Damen und Herren, die ich als Deutscher auszusprechen mit Schmerzen tue. Aber es ist leider so. Wenn Sie Diskussionen in Deutschland führen, außerhalb meiner Blase, in meiner Blase ist natürlich alles super, das ist kein Problem, ja? Aber außerhalb meiner Blase, wenn Sie da Diskussionen führen mit Menschen, die glauben wirklich, dass dieser ganze wirtschaftspolitische Müll funktioniert. Das glauben Sie. Ja, dass es irgendwie der Wohlstand vom Himmel fällt. Der Strom kommt aus der Steckdose. Der Sozialismus, den wir früher hatten, war kein richtiger Sozialismus. Diesmal machen wir es besser. Wir nennen ihn Ökosozialismus und für die Rettung des Planeten müssen wir halt ein bisschen was verzichten. Ja? Dass das Ganze nur Armut und Not auslösen wird, das ist den Leuten überhaupt nicht klar. Und deswegen gibt es jetzt natürlich auch eine Gegenbewegung in Deutschland.